Mein erster Gast ist ein Ökonom und er hat als einziger oder einer der ganz wenigen, aber ich glaube als einziger, den großen Finanzcrash 2008 vorhergesagt. Jetzt weiß man natürlich überhaupt nicht, war das Weitsicht und Kompetenz oder hat da mal wieder eines dieser vielen blinden Ökonomenhühner zufällig ein Huhn gefunden, ein Korn gefunden. Es gibt viel mit ihm zu sprechen. Begrüßen Sie bitte den Crash-Propheten Max Otte. Ja, Professor Otte, bitte schön. Herr Professor, herzlich willkommen bei Bellt sich, hält sich. Und wir dürfen, sag ich mal, anstoßen. Sie sind ja Professor, ne? Ja. Ja, richtig ordentlicher. Oder FH oder was war's? Nee, schon mittlerweile an die Uni gewechselt. Mittlerweile ja, Uni Graz. Ne? Ja. In Graz hocken Sie. Sehr schön. Willkommen bei Bellt sich, hält sich, Professor Max Otte. Schmeckt nett, aber das gönne ich Ihrer Zunft. Ja. Herr Professor Otte, ich bin sehr froh, dass Sie da sind, weil ich habe nämlich ein wenig ein Problem mit Ihnen. Anlagelohnstellung. Muss ich kurz, na, da reden wir später drüber, was Sie von CCA halten. Ich muss jetzt kurz ausholen. Wie ich schon gesagt habe, Sie haben den großen Finanzcrash vorausgesehen, haben ein Buch geschrieben, das hat sich 500.000 Mal verkauft, ja, sind seitdem der große Kritiker des Systems, Mahner, Warner. Gleichzeitig verwalten Sie Vermögensfonds, die Sie aufgelegt haben, wo Sie das Geld der vermögenden und vielleicht auch nicht so vermögenden Kundschaft gewinnbringend anlegen. Ja. Jetzt wäre es jetzt vermessen, wenn ich sage, einerseits verbreiten Sie als Pessimist Angst und Schrecken und andererseits sammeln Sie das Geld der Kundschaft ein, die Ihnen genau, weil Sie wegen Ihnen Angst haben, das Geld anvertrauen. Das ist doch eigentlich schon ein ganz geniales Geschäftsmodell, oder? Das ist natürlich so eine Sache. Also ich habe auf natürlich die Crash-Prognose habe ich lange gewartet, bis ich gesagt habe, jetzt knallt's. Aber diese Angst und Schrecken, den ja viele Anleger haben, ich meine, irgendwo, wenn Sie sagen Anlagenotstand, Sparbuch bringt nichts mehr, das ist die Enteignung der Mittelschicht, das läuft ja auch, so bezahlt ja die deutsche Mittelschicht diese Finanzkrise auch. Und dann ziehen sie über die Aktie her, da kann man ja auch, aber ich meine, das ist letztlich, Aktienbesitz ist ja nichts Verwerfliches, also das ist, Arbeitnehmer haben dann Produktivvermögen, Aktien sind ja Produktivvermögen. Ja, aber ich denke mir immer, man sollte nie Aktien haben von der Firma, für die man selbst arbeitet, weil dann ist man ja einerseits Aktionär, andererseits ist man für sich selbst der Kostenfaktor und möchte sich loswerden. Ja, das ist schwierig, ja, ja. Ich meine, ZDF ist ja noch nicht börsennotiert. Ist keine AG, nee, und wir haben ja Glück, öffentlich-rechtlich, ne, da ist man ja auf der sicheren Seite. Jetzt also sprechen Sie vom Finanzfaschismus, harte Worte, Finanzfaschismus, dass die Demokratie in Gefahr ist, ja, und wollen die Renaissance der sozialen Marktwirtschaft. Aber Ihr Vorbild, Warren Buffett, ist ein Vorbild. Der hat mal gesagt, es herrscht Klassenkrieg, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Ja, aber er hat das ja so gemeint, dass er das schade findet. Warren Buffett ist ja jemand, der auch 95% seines Vermögens gestiftet hat. Er will ja arm sozusagen sterben. Also er hat das ganze Leben damit verbracht, Geld anzuhäufen, würde es aber stiften. Und der Warren Buffett hat da wirklich eine soziale Ader. Dann ist er kein Finanzfaschist. Wer ist ein Finanzfaschist? Können Sie Namen nennen? Oder? Finanzfaschismus ist für mich dieses Eingreifen der Finanzmärkte in alles und jeden. Sie haben ja eben eine Firma genannt. Also wenn wir öffentliche Güter privatisieren, das ist gefährlich. Also die Bahn, die Telekom, es wird ja zurzeit alles privatisiert. Irgendwann privatisieren wir die Schulen. Dann gibt es keine öffentlichen Güter mehr. Dann gibt es keinen Raum für Politik mehr. Die soziale Marktwirtschaft hat eine sehr gute Abgrenzung gab. Dies ist der öffentliche Bereich, das ist das, wo bitteschön der Markt keine Rolle spielen soll. Auch bei Medien zum Beispiel, da kann es ja einen Mix geben, aber wenn zum Beispiel die Privaten hinkommen und sagen, dass die Öffentlichen nicht ihre Inhalte, die wir als Steuerzahler bezahlen, im Netz stehen lassen dürfen, weil das Wettbewerbsverzerrung ist, da gehe ich an die Decke. Also denn es ist doch, wir bezahlen doch dafür, dass qualitative Angebote da sind und dann kommen die Privaten, machen Klagen und sagen, bitteschön, die Inhalte dürfen nur noch ein paar Monate im Netz stehen. Das ist doch falsch. Ja, ich finde es auch falsch. Ne? Aber wir stehen ja, das heißt ja immer dann, privat muss sich durchsetzen. Glauben Sie, dass dieser Kampf überhaupt noch zu gewinnen ist? Wie, ist die Politik willens oder unmächtig? Es ist sehr, sehr unmächtig. Ich habe also auch selbst die, die sich so ein bisschen kritisch geben, die
schaffen es auch nicht mehr. Es gibt nur noch ganz wenige, die wirklich durchziehen. Eine von den Politikerinnen haben Sie auch schon hier gehabt, die Frau Wagenknecht, die da sehr offen ist. Aber selbst also die Systemparteien, die haben eigentlich kapituliert. Und das ist ein bisschen deprimierend. Und da kann man im Kabarett vielleicht noch seine Meinung sagen. Aber diese Reden gehören eigentlich in den Bundestag. Aber wieso sind Sie da noch in der CDU? Die Aktie hält man noch, oder? Sie sind ja CDU-Mitglied, ne? Ja, aber bin ich wohl. Aber im Kopf frei, aber... Im Kopf frei, was ich wähle, steht ja auch nirgends. Das ist geheim in Deutschland. Aha. Also könnte es sein, dass Sie CDU-Mitglied sind, aber was anderes wählen. Wir haben geheime Wahlen, das ist so. Ja, aber ich meine, es ist ja auch ein gewisser Selbstschutz. Ja, solange man mich nicht rauswirft, ist es ja ganz schön da. Ach so. Aha. Was ist bei der CDU jetzt schön? Naja, man kann Dinge sagen, die man vielleicht nicht sagen könnte, wenn man diesen Schutz nicht mehr hätte. Ach so. Jetzt ärgern sich die Parteifreunde, aber den Otto rauszuschmeißen ist ja auch nicht so einfach. Sie sind ein Hund, ja? Aha. Dann könnten Sie auch bei der SPD Mitglied sein. Aber Sie wollen mehr die CDU ärgern. Tatsächlich wäre der Unterschied nicht so groß, rein politisch gesehen. Von daher. Ja. Oder das Grüne oder FDP, da tut sich nicht so viel. Denke ich auch mal, das ist die Plattformstrategie der Automobilindustrie, ja? Also Polo, Audi. Ja, es ist Audi. Ja nur die Farbe sozusagen. Ja, das Blech ist ein wenig anders gebrochen, aber das Fahrwerk ist immer das gleiche. Ja, ja. Ist so. Ja. Gut, man baut vielleicht eine andere Gangschaltung ein. Aber gibt es einen guten Kapitalismus? Nein, der Kapitalismus in der Form, wie er läuft, als unbedingte Herrschaft des Renditedenkens, ist verwerflich. Der führt in ein entmenschlichtes System. Aber es gab etwas für eine soziale Marktwirtschaft, wo es einen politischen Bereich gab, wo es Dinge gibt, die wir nicht dem Markt überlassen haben. Das war eigentlich die Gründungsdoktrin der Bundesrepublik. Und das verlassen wir und das ist ziemlich gefährlich. Aber das liegt daran, dass viele immer noch meinen, dass sozusagen der Kapitalismus dann gut funktioniert, wenn möglichst viele davon profitieren. Und jetzt ist gerade so, dass immer weniger davon profitieren, aber die sich den Kuchen untereinander aufteilen. Ja. Und die werden sich ja die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Es sind immer weniger, das sehen wir ja weltweit, die Zahl der Superreichen steigt. Der Buffett hat gesagt, meine Klasse gewinnt, die Reichen gewinnen. Also wenn Sie von Kapitalvermögen leben können, dann gehören Sie zu einer privilegierten Schicht, denn dann zahlen Sie nur noch die Steuern auf Kapitaleinkünfte und die sind niedriger als Arbeitseinkünfte. Das ist eine totale Ungerechtigkeit. Stehen jetzt Ihre Überzeugungen in einem Widerspruch zu Ihrer Tätigkeit als Fondsmanager? Max Otte Vermögensfonds sind sehr erfolgreich. Sie verschieben da ungefähr 250 Millionen Euro, für die Sie Verantwortung haben, oder ist es mehr? Ein bisschen mehr. Achten Sie da, also Sie legen das Geld für Leute an, achten Sie da auf Moral? Schon. Also keine Derivate, kein Schweinszeug. Ich meine, ganz normale Aktien, vielleicht normale Anleihen. Microsoft? Ja. Aber gut, Sie nutzen das wahrscheinlich auch, den Microsoft-Betriebssystem. Nee, ich habe was funktioniert. Oh ja, das ist auch gut. Also, man... Auch mit den Ölfirmen zum Beispiel. Ja, ist das jetzt für Sie ein Problem? Zum Beispiel Microsoft wickelt seine Gewinne über ein Büro in Puerto Rico mit 6 Leuten ab und spart jeden Tag 4 Millionen Pfund Steuern. Ja? Und nutzen diese Schlupflöcher. Ja? Es ist ein Grenzfall. Ich habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Ja. Es ist nicht ganz sauber, aber wir fahren Auto. Wenn ich es aufs Autofahren verzichten könnte, dann würde ich auch vielleicht auf die Ölaktien verzichten. Also Waffenproduzenten und die ganz großen Schweinereien versuchen wir zu vermeiden. Aber ansonsten bin ich Teilnehmer in der Wirtschaft und kaufe 10% Goldminenaktien haben Sie im Fonds? Ist auch schwierig, gell? Ist schwierig im Moment. Ja. Aber bringt was? Im Moment nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Ja. Aber das wäre jetzt für Sie, Gold, man weiß, was mit den Leuten passiert, wie Länder verwüstet werden, wie die ausgebeutet werden. Sie 10% ist ja nicht so schlimm. Oder es sind Grenzfälle, aber solange man Gold hat, solange ich Gold habe, solange ich Microsoft benutze, ich benutze das, dann müsste ich ganz konsequent sein und mich zurückziehen. So, das schaffe ich nicht. Ja. Ich versuche halbwegs vernünftig da zu agieren, aber es gibt solche Fälle, wo man sagt, man ist sozusagen schuldig, sobald man in diesem Wirtschaftssystem teilnimmt. Das ist wirklich ein Problem. Das oder wenn ich Auto Problem. Fahre. Das ist wie beim Vegetarier, der sagt, ich esse kein Fleisch, aber Würstel schon. Ne? Ja. Also ich habe da so meinen Verdacht bei der Bohle jetzt im Moment. Ja, haben wir wieder. Haben wir wieder die Münchner Metzgerbohle heute aufgesetzt. Einer Ihrer Anleger hat Ihnen 130 Millionen Euro anvertraut. Wenn man 130 Millionen Euro vergeht, kann man so viel Geld auf durchweg ehrlichem Weg verdienen? Es kommt darauf an, mit wie viel Sie anfangen. Wenn Sie mit 200 anfangen, dann geht das schon. Ja.
Aber das ist das Problem. Wir haben ein System, was die großen Vermögen fördert, was die Mittelschicht bestraft, auch diese Niedrigzinsen. Ich finde die grausam. Die Zinsen waren früher in Deutschland, man hat sein Geld zur Volksbank gebracht, zur Raiffeisenbank, zur Sparkasse. Man hat nicht spekuliert, das ging an die regionale Wirtschaft. Man hat vielleicht 1-2% mehr gehabt, als man die Inflation hatte. Das war ein wunderbares System. Dieses System wird über Brüssel systematisch kaputt gemacht. Die Leute werden in die Spekulation gezwungen. Es gibt aber einen Unterschied eben zwischen Spekulieren und sich langfristig an einem Unternehmen beteiligen, quasi als Eigentümer. Aber ist da ein Plan dahinter? Also ich will jetzt nicht von der Verschwörung sprechen, aber ich meine, haben wir da wieder die Finanzfaschisten, die Finanzoligarchie? Ja, ja, Sie haben aber diese tolle Goldman-Vorlesung gemacht, die ich also ganz fantastisch fand. Da ist schon natürlich, da gibt es Machtzentren, das hat ja nichts mit Verschwörung zu tun. Ja. Und diese in Washington sind nach der Finanzkrise Milliarden ins Lobbying geflossen. Also die Finanzbranche ist eben sehr reich und kann sehr viel Mittel einsetzen. Das hat einen gewissen Glamour-Faktor. Frau Merkel hat sich früher gern mit Dibelius von Goldman Sachs getroffen, mit Sparkassenvorständen weniger. Das hat diesen Glamour-Faktor. Also der Simon Johnson, der frühe Chefvolkswirt von des IWF, der hat gesagt, die Finanzbranche hat die Politik gekapert. Nicht gekauft, aber gekapert. Gekapert. Und das war nicht irgendjemand. Ja. Und das ist schon sehr bedenklich. Das ist eine Bedrohung der Demokratie. Ja. Wenn Sie sagen, auf einer Skala von 1 bis 100, 100 ist schlecht, wie bedroht sehen Sie und beschädigt sehen Sie die Demokratie jetzt schon? 91. Soweit. 91. Aber warum, wie erklären Sie sich dann diese Ruhe? Die Leute durchschauen es ja einerseits schon. Man weiß auch zum Beispiel bei Griechenland, dass es eine Lüge ist. Wir haben nicht die Griechen gerettet, sondern die französischen, deutschen Banken. Ja? Ja. Trotzdem setzt und sich den griechischen aber auch. Und ja, den griechischen auch. Also die und Vermögen der griechischen denen. Oberschicht auch. Trotzdem funktionieren solche Hetzkampagnen wie die Bild-Zeitung, ja, Anti-Griechen-Programmstimmung zu verbreiten mit Selfies, funktioniert. Ja. Wie kommt es? Also, ja, das ist ja das Problem. Der Euro bringt ja Europa in dieser Hinsicht auseinander. Die Griechen sind wieder auf die Deutschen sauer. Also das ist ja das Problem des Euro. Der hat uns diese Spannung erst eingefädelt, denn der Euro war noch nicht reif. Also Griechenland war noch nicht reif. Man hätte die Europäische Union natürlich, Griechenland, aber nicht in den Euro. Das war ein Fehler. Jetzt haben wir es aber einmal. Ja. Und jetzt, die Finanzmarktakteure sind eben sehr mächtig. Und unsere Spitzenpolitiker hören dahin. Und das ist ein Riesenproblem. Ihr Lebensmotto ist das Zitat eines Philosophen Oswald Spengler: Optimismus ist Feigheit. Das heißt, im Sinne von Wer Realität nicht sehen will, der ist selber schuld. Also der ist feig. Ja, man sollte schon das Richtige machen, man sollte sich aber nichts in die Tasche lügen. Also man kann ja trotzdem das Richtige tun. Genau. Wie erklären Sie das Ihrem 12-jährigen Sohn? Mit dem reden Sie ja manchmal über, der fragt schon nach Wirtschaft. Ne? Also ich habe viel mit ihm griechische Sagen gemacht. Er hat griechische Sagen gehört und was will er machen? Monopoly spielen. Aha, ja. bei dem Vater, ne? Also, wundert Sie das, oder? Es hat mich schon gewundert, weil ich eigentlich versucht habe, andere Dinge ihm nahezubringen. Aber das irgendwie kommt es dann doch durch, dass die Wirtschaft Teil des Lebens ist. Was fragt er, wenn er Sie fragt? Was fragt er Sie denn zum Beispiel? Was empfindet ein 12-jähriges Kind, wenn es so Ihnen beim Nachrichtenschauen zuschaut? Ja, also er fragt zum Beispiel, bei Monopoly hat er mal einen guten Deal gemacht. Da wollte er gleich mit mir einen Kaufvertrag machen, das notariell beurkunden. Also das... Das war dann schon überraschend, weil ich dachte jetzt, aber griechisch sagen hört er auch noch gerne, so ist es nicht. Aber sind Sie dann schockiert, dass der schon so materialistisch, dass der schon... Also ich bin schon überrascht. Ich habe eigentlich versucht, das anders zu machen. Aha. Und wo hat das her? Ja. Also man kann es vielleicht dann doch nicht ganz verstecken. Aha. Noch eine Frage. Sie begrüßen die neue griechische Regierung, haben Sie Sympathie? Ja, absolut. Ja, warum? Ja, weil sie zeigt, dass es so nicht weitergeht. Ich habe dieses Büchlein geschrieben vor 4 Jahren, da stand alles drin, das ist heute noch genauso, wie es damals war. Die rangeln immer ein bisschen, dann geht es doch weiter und dann geht es doch wieder auf Kosten der griechischen Bevölkerung und auch auf Kosten der deutschen Mittelschicht und wieder für die Reichen in beiden Ländern. Und diese Regierung schafft es vielleicht, das aufzubrechen, aber im Moment sieht es ja so aus, als ob man sich doch noch irgendwo wieder einigt und das wäre eigentlich schlecht für Europa. Ja. Ja, ein schöner Applaus zum Schluss. Jetzt müssen Sie noch sagen, CCA, tip-top-tip oder nicht? Nee, also nee? Das geht zu weit. Ja, Sie haben es ja alles dargelegt. Aus moralischen Gründen, würde ich schon sagen, sehr schön. Professor Max Otte, danke schön. Ja.